bin ja immer sehr froh, wenn unsere Videos die Zuschauer ein bisschen zum Nachdenken anregen. Aber ich finde es auch immer wieder schön, dass die Zuschauer durch unsere Videos auf ihre eigenen alten Geschichten nochmal aufmerksam werden. Und wenn sie uns diese dann erzählen, ja, umso besser, weil dann können wir diese privaten, persönlichen Erinnerungen auch hier einem etwas breiteren Publikum zugänglich machen. Damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch die Geschichte eines unserer Zuschauer zum Thema Ärzte in Thailand zum Besten geben. Überschrieben habe ich das Ganze mit dem Namen Angriff der Killerwespen. Wie bereits im letzten Video über Kliniken ausgeführt, werden die Ärzte in Thailand, die eine Arztpraxis betreiben, von einigen Expats Wald- und Wiesenärzte genannt. Die Arztpraxen heißen Kliniken, nicht zu verwechseln mit Krankenhäusern. Doch die Krankenhauskonkurrenz ist groß. Wenn Thais krank werden, wollen die meisten in ein Hospital, nicht in eine Klinik, auch wenn es nur um einen Schnupfen geht. Offenbar verstärkt sich der Trend, denn nach meinem Dafürhalten setzte vor rund 10 Jahren ein Kliniksterben ein, kaum eine Arztpraxis ist übrig geblieben. Es ist inzwischen relativ schwer, eine zu finden. Aber unser Zuschauer brauchte dringend eine, als er von einem Schwarm Wespen angegriffen wurde. Auch diese Geschichte ist recht skurril, so wie die in dem anderen Video, aber hört selbst. Ich goss gerade Blumen auf dem Balkon. In einem der Blumentöpfe hatte es sich eine Wespenkönigin gemütlich gemacht, die innerhalb kurzer Zeit einen stattlichen Nachwuchs produziert haben musste. Mich umschwirrten beim Gießen mindestens 10 bis 15 Insekten, die auch sofort stachen, wenn sie die Möglichkeit dazu sahen. Ich kann es wirklich nicht genau sagen, aber es waren ein knappes Dutzend Stiche. Vor allem in Finger und Hände, einen in den Arm, einen in die Hüfte und 2 ins Bein. Die Schweine haben sogar durchs T-Shirt und Hose durchgestochen. Ziemlich schlimm erwischte es meine linke Hand. Hier hatten Handgelenk, Handfläche und Ringfinger etwas abbekommen. Noch schlimmer war aber der rechte Daumen, der sofort auf doppelte Größe anschwoll. Mindestens 2 Stiche, wenn nicht 3. Das war einfach zu viel für mich. Mit der rechten konnte ich nichts mehr greifen. Der Daumen, der kein Finger ist, ist der wichtigste Finger der Hand, lernte ich spätestens jetzt. Ich ging in eine Apotheke. Diese sind in der Regel die ersten Anlaufstellen, wenn es um medizinische Notfälle geht. Daher sind die Behörden in Thailand auch immer so pingelig, wenn Apotheken von Leuten betrieben werden, die gar keine Apotheker sind. Ich bekam eine Salbe und Tabletten gegen Allergie. Die halfen, solange ich sie einnahm. Als die Tabletten leer waren, etwa eine Woche nach dem Wespenüberfall, war es schlimmer als am ersten Tag. Der Daumen war so dick, dass er platzen mochte. Auch der Ringfinger schwoll wieder an. Zum Glück war ich nicht verheiratet. Zur Apotheke wollte ich nicht mehr. Jetzt doch lieber zum Arzt. Nur, wo gab es noch eine Klinik? Ich bin erst eine der Hauptstraßen abgelaufen, aber da gab es nur Zahnarztpraxen. Bis ich endlich eine Klinik fand. Ich stürzte hinein, 3 Damen saßen am Empfang und sahen mich überrascht an. Ich wollte zum Arzt, sagte ich. Es ging um Wespenstiche. Die Damen verstanden nicht. Ich wiederholte es auf Thai, dann begann sie zu grinsen. Das Grinsen immer breiter werdend. Ich war komplett konsterniert, weil ich nicht begriff, was an einem Wespenangriff so komisch sein sollte. Erst jetzt fielen mir Plakate auf, die an den Wänden hingen. Die hatten alle mit Frauen und dicken Bäuchen und Babys zu tun. Ich war beim Gynäkologen gelandet. Lächelnd trat ich den Rückzug an. Motorradtaxifahrer wissen alles, dachte ich mir. Also fragte ich an einem Taxistand. Die freundlichen Herren wussten auch nichts Genaues, aber einer sattelte bereits sein Pferd. Ich sollte aufsteigen, dann würden wir weitersehen. Er kutschierte mich zu einer Skin-Laser-Klinik und ich fragte ihn, ob er mich veräppeln wolle. Er fuhr ein Stück weiter geradeaus, wendete plötzlich und verursachte damit beinahe 2 Unfälle, bog irgendwo ein und hielt tatsächlich vor einer richtigen Klinik.
Ich befand mich auf der größten Touristenmeile in einer Touristenhochburg. Hier hielten sich Tausende, vielleicht Zehntausende Touristen täglich auf und mittendrin eine Arztpraxis. Nach kurzer Wartezeit wurde ich zum Arzt geschickt, der in einem winzigen Kämmerlein hockte. Der Chinese mit Kurzhaarschnitt trug eine Maske und wies auf einen Stuhl. Ich setzte mich und schilderte mein Leid. Er verstand kein Wort. I only could chai Bahnhof. Mir wurde erzählt, die Arztprüfung in Thailand sei in Thai, die Lehrbücher aber alle auf Englisch. Das wurde mir vor 30 Jahren einmal erzählt und noch einmal vor 3 Jahren. Wahr oder falsch, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß ist, dass der Arzt in der Straße mit den meisten Touristen in der Touristenhochburg so gut wie kein Englisch sprach. Also schilderte ich ihm auf Thai, was mir zugestoßen war. Glücklicherweise hatte mir jemand erklärt, was Wespesticht auf Thai heißt. Zum normalen Wortschatz gehört das bekanntlich nicht. Wann denn die Wespen angegriffen haben, fragte der Arzt auf Thai. Wie viele Stiche, fragte er auf Thai. Wo die Stiche seien, fragte er auf Thai. Ich zeigte sie ihm. Ob ich denn eine Medikamentenallergie habe, fragte er wieder auf Thai. Und schließlich fragte er nochmals auf Thai, ob ich Vorerkrankungen wie Diabetes hätte. Nein, ich sei kerngesund, meinte ich, klopfte 3-mal auf seinen Schreibtisch und sagte, toi toi toi. Bestimmt dachte er, das Insektengift sei mir zu Kopf gestiegen. Er machte ein paar Notizen und schickte mich aus dem Behandlungsraum. Was machen nur die Touristen, die kein Thai sprechen, fragte ich mich an dieser Stelle. Ich wurde von den Arzthelferinnen zum Schalter gerufen, die 3 Sorten Medikamente, eine Salbe sowie einen absolut garstig schmeckenden Saft zur abendlichen Einnahme herausgesucht hatte. Sie erklärte, wie viele Tabletten ich wann und wie oft einnehmen sollte. Verpackung gibt es in Thailand nicht, auch keine Beipackzettel. Die Tabletten waren in kleinste Plastiktüten eingepackt, auf denen steht dann bestenfalls, wofür die Medikamente sind. Anti-Inflame stand auf einer Tüte, Antihistamin auf der 2. und Stop-Itchiri auf der 3. Damit war wohl Stop-Itching gemeint, gegen Entzündung, gegen Schwellungen, gegen Juckreiz. Bei thailändischen Ärzten gibt es immer viele Pillen. Mir sagte einmal jemand, das sei so, weil die thailändischen Patienten erwarten, viele Tabletten zu bekommen. Viel hilft viel. Und da die Ärzte wussten, dass die Patienten viele Pillen wollten, verschrieben sie viele Pillen, an denen sie gleichzeitig verdienten. Denn in Thailand erfolgt die Medikamentenausgabe nach dem Arztgespräch gleich in den Arztpraxen. Die Tabletten sahen in ihren schillernden Farben gelb, weiß und violett richtig gut aus. Es waren aber kleine, böse Biester, die bei einer Überdosis unheimlich gefährlich werden konnten, so wie Wespen oder Mädels in Thailand. Über eventuelle Nebenwirkungen wurde mir nichts gesagt. Es gab auch keine Warnung, dass ich nach Medikamenteneinnahme nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen sollte. Ich ahnte nicht, dass ich mich auf einen Trip begab, der so lange andauerte, wie ich die Medikamente einnahm. Mir war tagelang schummrig, ich fühlte mich wie dauerbesoffen. Auf dem Nachhauseweg traf ich meine Nachbarin, die von dem Wespenangriff wusste und sich nach meinem Befinden erkundigte. Ich erzählte ihr vom Arztbesuch. Sie fragte, wie viel der Arzt von mir verlangt habe. 1380 Baht inklusive Arztgespräch, antwortete ich. Sie fiel beinahe in Ohnmacht. Bei einem Thai hätte der Arzt nicht viel mehr als 500 Baht berechnet, meinte sie. Ich sagte, jetzt wisse sie, wie es so sei, wenn man hier als Ausländer lebe. Willkommen in Thailand. So, hier endet die, für den Außenstehenden betrachtet, lustige Geschichte unseres Zuschauers, zeigt aber wieder mal, trotz ein bisschen Humor, wie schwierig teilweise hier in Thailand Arztbesuche und ähnliche Sachen ablaufen können. Wichtig, wie wir es auch schon bereits im ersten Video gesagt haben, wenn man sich selbst nicht sicher fühlt, jemand Muttersprachliches mitnehmen, ist die allerbeste Empfehlung, neben einer guten Krankenversicherung oder entsprechendem Bargeld. Und dann sollte das hier natürlich auch funktionieren. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an diesem Video gehabt und ein paar Einblicke bekommen, wie das Gesundheitssystem in Thailand funktionieren kann. Wenn euch solche und ähnliche Inhalte gefallen, abonniert gerne unseren Kanal, liked das Video, teilt das Video.
eure Erfahrung, schreibt sie uns gerne weniger ausführlich, auch unten in die Kommentare. Damit sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Hier blenden wir euch ein weiteres Video ein, das ihr euch gerne noch anschauen könnt. Dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.